Der Daliengarten im Stuttgarter Höhenpark Killesberg bietet ein Meer von Blüten und Farben. Jetzt können wieder über 200 Dalienarten bewundert werden. Auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern sind die verschiedensten Daliensorten angepflanzt und vom 12. August bis zum 3. Oktober 2011 wird, wie jedes Jahr, im Höhenpark Killesberg die schönste Dalie Stuttgarts gewählt. Der Leiter des Garten-, Friedhofs- und Forstamts, Volker Schirner, eröffnete am 5. August 2011 den Start des Dalienwettbewerbs und sagte: Wir freuen uns sehr, wenn viele Menschen, viele Parkbesucher hier sind, an dem Wettbewerb auch teilnehmen, ihre Wahl fällen und dann zur Auszählung auch dazukommen und wir dann die Entscheidung zur schönsten Dalie im Jahre 2011 treffen können. Und zum 9.10. wird dann dieser Daliengarten auch abgeräumt, wie wir Gärtner sagen. Das heißt, hier werden die Dahlien geschnitten. Man kann hier einen Strauß erwerben für 3 €. Die Einnahmen kommen einem guten Zweck zu und wir wünschen uns eine große Beteiligung der Öffentlichkeit. Auch in diesem Jahr wird die beste Dalie gewinnen. Dazu können Sie beitragen, indem Sie an dem Wettbewerb teilnehmen. Gönnen Sie sich ein paar schöne Stunden im Höhenpark Killesberg, denn Tausende von Besuchern genießen jährlich die Vielfalt dieses Parks, dem Meer von Blüten und Farben. Dies sollten Sie auf keinen Fall versäumen. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.